Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Unter den letzten paar Videos haben richtig viele Leute gefragt, ob ich nicht mal ein Video dazu machen könnte, was ich so für Settings habe bei den Helis und noch ein paar weitere Tipps und so. Deswegen habe ich hier heute mal einige neue Einstellungen für euch. Ich habe das die letzten paar Wochen richtig gut durchgetestet. Gegen Bots, gegen echte Spieler habe ich mal alle Optionen so durchprobiert und eben auch ein bisschen bei anderen Leuten reingeguckt, so Leuten, die halt die Top-Spieler sind, was Forza angeht, und habe mich da so ein bisschen jetzt informiert und habe jetzt die beste Config gefunden, denke ich, die man jetzt haben kann aktuell. Also lass uns jetzt mal reingehen mit den Optionen im Hauptmenü und wir gehen natürlich erstmal Maus und Keyboard und Vehicles. Vehicle Mouse Insensitivity ist halt eben die Maus-Sense praktisch, also wie empfindlich die ist beim Fliegen und auch beim normalen Aim, wenn man jetzt Gunner ist. Die habe ich jetzt persönlich auf 10%. Bei 800 dpi ist dann natürlich so ein bisschen persönliche Präferenz, wie viel man da einstellen will. Kann man höher, kann man niedriger, wie man eben will. Invert Vertical Look würde ich jetzt persönlich ausschalten. Beim Gunner zumindest ist es hier die Option. Da will ich einfach genau eben, wie es auch bei Infanterie ist. Vehicle Field of View würde ich auch auf Max stellen, einfach da hast du so den besten Überblick über das Schlachtfeld, siehst den besten unter dich. Kann man vielleicht auch niedriger stellen, wenn man halt die Gegner ein bisschen größer sehen will, aber ich persönlich würde es so einstellen. Diese drei Einstellungen hier sind, glaube ich, auch standardmäßig alle auf 100, würde ich auf jeden Fall so lassen. Die Sachen hier auch. Den normalen Invert Vertical Look für Piloten würde ich tatsächlich anschalten, also ich persönlich jetzt, weil ich das einfach so gewöhnt bin, dass du praktisch, wenn du mit der Maus nach unten zielst, dass dann der Heli hochzieht, so wie das praktisch wäre, wie wenn du einen Joystick hast. Viele Leute mögen es aber auch nicht und stellen es um, muss man jetzt nicht unbedingt so machen. Aircraft Control Sensitivity, die würde ich aber tatsächlich ganz hochstellen. Das heißt praktisch, wie empfindlich dein Heli dafür ist auf die Keyboard-Inputs, also wie stark lässt er sich bewegen und solche Sachen würde ich auf 100 stellen. Gibt einfach so ein bisschen mehr Manövrierbarkeit, ist zwar ein bisschen schwerer so zu fliegen, aber kann man sich auf jeden Fall dran gewöhnen und hat auch Vorteile. Helikopter Control Assists würde ich ausschalten. Man sollte eigentlich einfach am besten so viel Kontrolle wie möglich haben über den Heli und deswegen würde ich das immer ausschalten. Vehicle Mouse Ratio auf 100 stellen, einfach dann hast du praktisch gleiche Sense nach oben und nach links und rechts beim Aiming. Das gleiche gilt natürlich für die Option hier. Beim Uniform Vehicle Aiming das gleiche wie das Uniform Soldier Aiming, also dass du praktisch überall die gleiche Sense hast, ob du jetzt im Panzer sitzt oder im Heli als Gunner oder im Heli als Pilot, da hast du immer die gleiche Sense, würde ich anschalten. Die Koeffizienten würde ich hier aber auf 0 setzen. Das habe ich ja beim Infanteristen, habe ich es auf 133, aber hier scheint 0 der beste Wert zu sein. Und zu guter Letzt würde ich noch die Vehicle Aim Relative Controls auf Off setzen. Die sollen eigentlich so ein bisschen dafür sorgen, dass sich ähnlich wie beim Uniform Vehicle Aiming einfach alles gleich anfühlt, egal in welchem Fahrzeug du sitzt, aber es funktioniert irgendwie nicht so wirklich so gut. Also gab es auch viele Tests davon und man sollte das aktuell zumindest ausschalten. Was wir jetzt auch noch machen müssen, ist bei den Controller Vehicle Settings nochmal ein paar Sachen einzustellen, weil es ist aktuell so, dass die Controller Settings sich auch auf die Maus auswirkt und ist natürlich nicht so optimal für einige Einstellungen. Deswegen hast du da zum Beispiel ganz komische Sensewerte und sowas, wenn du das hier nicht einstellst. Deswegen muss man hier zum Beispiel erstens die Vehicle Aim Sensitivity vorne stellen. Da hast du praktisch 100% von deiner Maus Sense eingestellt. Hier soll man eigentlich einfach alles so einstellen, wie ich das hier habe. Und zu guter Letzt eine Option, die man noch machen sollte, ist hier bei den Display-Einstellungen das ADS Field of View auf Off zu stellen. Das ist ja normalerweise eine Option, dass praktisch dein Field of View auch erhalten bleibt, wenn du im Visier bist. Das funktioniert aber bei den Fahrzeugen nicht so richtig und das sorgt dafür, dass du nicht reinvisieren kannst, als Pilot zumindest. Der visiert stattdessen einfach raus, also siehst du einfach weniger, wenn du anvisieren willst. Also wenn ihr jetzt gerade fliegen wollt oder mit einem Panzer fahren, ist es glaube ich auch so, da könnt ihr das einfach auf Off stellen. Ich habe es meistens auf On, einfach weil ich mehr Infanterie spiele und ich das nicht jedes Mal umstellen will. Aber sollte man eigentlich auf jeden Fall immer ausstellen. Das war es eigentlich auch schon mal mit den generellen Einstellungen und ich würde nochmal zu den Loadouts gehen bei den zwei Helis, die relevant sind. Ich habe da schon mal ein bisschen was zugesagt, aber falls ihr das einfach nochmal hören wollt, beziehungsweise die geupdateten Loadouts haben wollt, könnt ihr es auch noch kurz ansehen. Ersetzt natürlich mal beim Nightbird. Da habe ich persönlich immer die Miniguns drin, weil die sind einfach meiner Meinung nach 10-mal stärker als die 20mm Kanonen. Die Miniguns sind halt gut gegen andere Fahrzeuge, also gegen Helis vor allem, weil die machen halt ordentlich Damage. Du musst zwar auch ein bisschen damit aimen, aber dafür sind sie halt echt relativ stark gegen die. Und du kannst halt auch gegen Infanterie kämpfen, wenn du halt ein bisschen aimen kannst. Deswegen sind die meine präferierte Wahl, weil die 20mm Kanonen, die machen halt weniger Damage allgemein. Vor allem gegen Fahrzeuge machen sie halt gar keinen Damage gefühlt. Und gegen Infanterie sind sie jetzt auch nicht so stark. Sind halt ein bisschen einfacher, aber ich denke, es lohnt sich eher, auf die Miniguns zu gehen. Bei der zweiten Frage gibt es eigentlich gar keine Wahl so.
Du musst eigentlich 70mm Anti-Personal Rocket Pack nehmen. Die sind nämlich wirklich so die stärkste Waffe überhaupt in dem ganzen Spiel gefühlt, weil die hauen halt Infanterie weg ohne Grenzen so. Also du hast riesigen Splash Damage, du hast richtig einen großen normalen Damage und du musst halt kaum damit aimen und die sind extrem stark. Du kannst auch ein paar Fahrzeuge damit holen, ist wirklich alles gar kein Problem mit denen. Equipment Slot 1 und 2 kann man jeweils nichts einstellen, außer halt das Repair-System anschalten. Wenn sich es mal wieder resettet hat, beim Commander Seat kann man nichts einstellen und bei den Skins könnt ihr einfach nehmen, was ihr wollt. Ist relativ egal in dem Spiel. Und dann würde ich schon mal zu dem Attack-Heli kommen. Ich habe es ja schon mal im Folgenvideo erklärt, ihr solltet am besten nicht den US-Attack-Heli spielen, weil der hat einen großen Nachteil gegenüber dem russischen Attack-Heli. Und zwar kann der russische Heli nämlich die 30mm Kanone mitnehmen. Das ist eine extrem starke Waffe, weil die ist praktisch die Gun, die der Gunner dabei hat, noch stärker. Also die macht extrem viel Damage, die macht guten Splash-Damage, die schießt schnell, hat eine gute Range und die ist wirklich allgemein eigentlich bei allem am besten. Also kannst vor allem gut auf Infanterie gehen, was mit den normalen Raketen nicht gut möglich ist. Und du kannst auch auf Helis gehen und die halt auch so ein bisschen leichter holen, wenn du halt gutes Aim hast. Deswegen ist das auf jeden Fall mein Top-Pick. Bei den Zweitwaffen gibt es eigentlich zwei Optionen. Die stärkere ist auf jeden Fall hier die Anti-Air-Missile mitzunehmen. Das sind einfach Lock-On-Raketen und die sind halt ziemlich gut darin, einfach andere Helis und halt auch Jets zu holen und du hast damit meistens relativ sicher Kills. Jetzt im Vergleich zum Beispiel, wenn du jetzt die WireGuard-Missile, also die TOW, mitnehmen willst, weil die ist praktisch eine manuell gelenkte Rakete und da brauchst du halt auf jeden Fall ein bisschen mehr Skill dafür, dass du die hitten kannst. Kann natürlich ziemlich stark sein, wenn du das gut kannst, also du kannst eigentlich jeden Heli damit one-hitten und du kannst halt auch gut auf Bodenfahrzeuge, also zum Beispiel Anti-Airs gehen. Muss man gucken, wenn man es will und wenn man es kann, dann kann man auf jeden Fall die auch als Option mitnehmen. Ich bleibe jetzt erstmal, zumindest während die Lockons noch nicht genervt sind, bleibe ich noch auf den Anti-Air-Raketen. Hier kann man auch wieder nichts einstellen, außer halt das Repair-System anschalten und beim Gunner geht eben auch nichts und Skin ist natürlich wieder irrelevant. Das war es eigentlich auch schon mal so mit den Settings und ich würde noch zu einer Sache kommen, die ist vor allem relevant für Leute, die es so richtig, richtig gut werden wollen, mit dem Scout-Heli vor allem. Und zwar ist das das Rifle-Aim. Das werden es wahrscheinlich die meisten von euch noch nie gehört haben. Das ist so eine Sache, die benutzen vor allem so die Pro-Piloten, die man so aus BF4 kannte, die halt aus jeder Runde so mit 150, 200 Kills oder sowas rausgingen und halt so komplett dominiert haben. Und zwar geht es darum, dass du ja regulär, wenn du die normalen Einstellungen hast, was die Steuerung angeht, dann bewegst du ja dein Heli mit der A- und D-Taste nach links und rechts und dann mit der Maus nach oben und unten. Das ist aber natürlich nicht so optimal, dass du praktisch die Hälfte von deinem Aim mit zwei analogen Tasten auf der Tastatur machen musst und nicht mit deiner Maus. Deswegen machen es manche Leute so, dass sie bei den Keybindings beim Piloten einfach Yaw Right und Yaw Left auf die Maus setzen. Normalerweise steht es hier Yaw Right auf D und Yaw Left auf A. Hier jeweils nichts drin. Genau. Und was ihr hier machen könnt, ist, ihr löscht einfach hier diese Option, indem ihr draufklickt und die Escape-Taste haltet. Dann klickt ihr auf Maus und dann bewegt ihr eure Maus nach rechts. Bind Anyway und dann bindet der beide Tasten automatisch. Und was das halt eben macht, ist, dass sich praktisch euer Heli so steuert wie ein normaler Soldat. Also ihr könnt ganz normal nach links und rechts und nach oben und unten mit eurer Maus. Das ist natürlich deutlich genauer, wie wenn ihr das mit den zwei A- und D-Tasten macht. Es gibt aber auch ein paar Probleme, weswegen ich das zum Beispiel nicht nutze persönlich. Der erste Grund ist, dass ihr einfach euer komplettes Fahrzeug neu lernen müsst. Also ich habe es auch ein bisschen probiert, so ob ich das vielleicht machen wollte, aber ich meine, Spiel ist schon seit 10 Jahren Helis und es ist halt wirklich einfach richtig schwer, das neu zu lernen. Du musst halt wirklich alles komplett neu machen, fühlt sich an wie ein Noob, der noch nie geflogen ist. Und du brauchst auf jeden Fall viel Training, damit es gut funktioniert. Und der zweite Grund, warum ich das nicht mache, ist, dass ich finde, dass sich das nicht genauso anfühlt, wie es tatsächlich bei einem Soldat. Weil du hast so ein bisschen das Problem, wenn du deine Maus praktisch einfach nur nach links bewegst, also und nach rechts, auf einer perfekt geraden Linie, da geht trotzdem dein Heli nach links und rechts runter. Und das gefällt mir halt persönlich gar nicht, weil man ist es halt so gewöhnt vom normalen Infanteristen, dass es nicht passiert. Und da würde ich dann halt lieber bei den normalen Einstellungen bleiben. Aber ihr könnt es auf jeden Fall mal ausprobieren. Also bei vielen Leuten ist es halt wirklich ein extremer Vorteil, wenn die das machen. Wie gesagt, die besten Piloten der Welt nutzen das teilweise. Ist auf jeden Fall eine gute Option, wenn ihr so die Spitze erreichen wollt. Falls das bei irgendjemand von euch drin ist, kann ich das auf jeden Fall mal empfehlen. Und was ich euch auch noch empfehlen kann, ist, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr keine weiteren Battlefield 2042 Videos verpassen wollt, lasst gerne ein Sub da. Und ich hoffe, ich sehe euch wieder beim nächsten Video. Bis dann, haut rein!